Und der Ball ist im Feld. 21 zu 19. Gerrit Lehmann bei der Angabe. Nun für die Gäste. Der Ball ist im Aus, keiner war dran. 21 zu 20. Gerrit Lehmann bei der Angabe. Dominik Stepp versucht zu retten, was leider nicht mehr zu retten ist aus der Sicht der Gäste. 22 zu 20. Julia Rettlaff nun bei der Angabe für den Schweriner SC. Da war der Block noch dran, entscheidet der Schiedsrichter und so gibt es Aufschlag für Suhl. Und er steht 22 zu 21. Adam Ilic bei der Angabe. Und der Ball von Gasperski landet erst im Block und von da aus im Aus. 23 zu 21. Für den SSC. Berit Kaufeld bei der Angabe. Und der Ball vom Block landet immer aus, 23 zu 22. Nun Manja Simak mit der Angabe für Suhl. Parales, Ball ist zu weit. Ausgleich 23 zu 23. Und Charlie Jahn kommt aus dem Rückraum gelaufen und schlägt den Ball ins Feld. 24-23 für den Schweriner SC. Satzball. Und den macht sie direkt, Denise Hanke mit dem Aufschlag. 25 zu 23, der erste Satz geht an den Schweriner Sportclub. Aufgestanden heißt es in der Schweriner Arena zum zweiten Satz. Schweriner SC gegen den VfB 91 Suhl. Der erste Satz ging an den Schweriner SC. Und der erste Aufschlag ging nun an die Gäste. Und der Punkt geht an die Schwerinerinnen. Kaspersky mit dem Schlag. Aufschlag Denise Hanke.
Der Ball war nicht mehr abzuwehren. 1:1. Birgit Thum für Suhl nun bei der Angabe. Der Ball ist drüber und damit weg. Punkt für Schwerin. Christine Kaspersky bei der Angabe. Thum mit einem schön überlegten Spielzug, der Ball im Feld. 2:2 der Spielstand. VfB Suhl mit Angabe Dominik Steffen. Und der Zählpunkt für den Schweriner SC erzielt durch Charlie Arndt, die nun auch zur Angabe kommen. 3:2 der Spielstand. Cross geschlagen, der Ball von Lehmann. Punkt für Suhl. Und Steffen bei der Angabe. Der ist im Netz. Punkt für Schwerin. Maja Pachale bei der Angabe. Spielstand 3:3. Und der Ball landet im Block. Und von da aus im Aus. 5:3 natürlich der Spielstand jetzt für den Schweriner SC. Parale erneut bei der Angabe. Der Ball geht vom Block an das Gestänge und damit Punkt für den Schweriner SC, 6:3. Und Auszeit genommen vom VfB Suhl. Den Schlag von Birgit Thum können die Schwerinerinnen nicht mehr holen. 6:4. Grit Lehmann bei der Angabe. Der Ball ist cross ins Ausgeschlagen. 6:5. Lehmann bleibt bei der Angabe.